Heute geht es um die Unterschiede zwischen einem 200 Euro und einem 2000 Euro Lautsprecher. Hallo zusammen, ich bin Daniel Deum von Adam Audio und ich möchte euch heute zeigen, welche Unterschiede zwischen einem vergleichsweise günstigen Studiomonitor wie unserem T7V mit einem Preis von knapp 500 Euro pro Paar und einem High-End-Studiomonitor wie unserem S2V vorliegen. Zum Vergleich, ein paar S2V-Lautsprecher liegen bei ca. 4000 Euro pro Paar. Auf den ersten Blick sieht man, dass beide Studiomonitore auch einige Gemeinsamkeiten haben. Beide Modelle sind Zwei-Wege-Lautsprecher mit einem 7 Zoll Tieftöner und unserem legendären Art-Tweeter. Beide Lautsprecher sind sogenannte Nahfeldmonitore. Das heißt, sie werden üblicherweise nicht allzu weit voneinander und von der Hörposition entfernt aufgestellt. In der Regel zwischen 80 cm und 130 cm. Wo liegen also die Unterschiede? Warum kostet der eine so viel mehr als der andere? Und wie findet ihr raus, für welchen ihr euch entscheiden solltet? Wir starten mit den Vorteilen des S2V im Vergleich zum T7V. Der S2V Nahfeldmonitor ist der kleinste Vertreter der S-Serie, dem Aushängeschild von Adam Audio. Insgesamt besteht die Serie aus 5 Modellen, mit dem S5H als absolutem Spitzenmodell, das in großen professionellen Kontrollräumen genutzt wird. Im Vergleich zu dem T7V verfügt unser S2V über eine ganze Reihe von Funktionen, die bei unserem Einsteigermodell nicht vorhanden sind. Schauen wir uns dazu einmal die Rückseite des Lautsprechers an. Hier befindet sich neben einem multifunktionalen Drehknopf auch ein OLED-Display. Darüber lassen sich alle Einstellungsmöglichkeiten direkt am Lautsprecher verwalten. So könnt ihr das eingebaute High-Performance-DSP-Modul ansteuern und beispielsweise einen Equalizer einstellen. Besonders praktisch ist das, wenn man die S2V an den Raum bzw. seine Akustik anpassen will. Hier gibt es nämlich eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, wie zwei parametrische Shelving-Filter, sowie sage und schreibe 18 weitere vollparametrische EQs mit variabler Steilheit, Anhebung bzw. Absenkung und Mittenfrequenz. Außerdem kann man ein Delay bestimmen, um sie perfekt mit einem Subwoofer in Phase zu bringen und unterschiedliche Hörabstände kompensieren. Je nach Vorliebe oder Anwendung kommt eins von zwei Voicings zum Einsatz, Pure oder UNR. Für alle diese Einstellungen stehen 5 Speicherplätze, sogenannte Slots, zur Verfügung, zwischen denen es sich im Handumdrehen wechseln lässt. Auf der Rückseite sieht man auch, dass neben dem analogen XLR-Eingang sowohl ein AES-3-Eingang als auch ein Ausgang verbaut sind. Somit könnt ihr den Lautsprecher komplett digital ansteuern und Audiosignale verlustfrei übertragen. Beim T7V sieht das ein wenig anders aus. Hier haben wir neben der neutralen Einstellung die Möglichkeit, einen Low- und einen High-Shelf-Filter mit plus oder minus 2 dB auszuwählen. Außerdem ist der T7V mit rein analogen Eingängen, also Cinch und XLR, ausgestattet. Hier muss auf die korrekte Einstellung der Eingangsimpedanz geachtet werden. Wie bereits erwähnt, nutzen alle unsere Monitore die Art-Hochtöner. Diese ermöglichen eine Audiowiedergabe, die sogar über den menschlichen Hörbereich hinausgeht. Aufgrund des niedrigen Klirrfaktors im oberen Frequenzbereich, also minimale, nichtlineare Verzerrungen, könnt ihr mit unseren Lautsprechern den ganzen Tag arbeiten, ohne dass eure Ohren ermüden. Der T7V kann mit dem UART-Hochtöner Frequenzen bis zu 25 kHz wiedergeben. Im Vergleich, der spezielle SART-Hochtöner des S2V schafft sogar 50 kHz. Damit ihr innerhalb eines größeren Sweet Spot arbeiten könnt, haben wir für die S-Serie den sogenannten HPS Waveguide konzipiert. Dieser kommt auch in der T-Serie zum Einsatz. Wie funktioniert so ein Waveguide? Die besondere Formung des HPS Waveguides verbessert die Abstrahlcharakteristik des Hochtöners. Zum einen werden Reflexionen vom Tisch oder der Zimmerdecke reduziert und eben auch der Sweet Spot erweitert. Wenn man beide Lautsprecher in die Hand nimmt, merkt man, dass der S2V deutlich schwerer ist als der T7V. Das liegt an der Auswahl der Materialien und Bauteile, die beim S2V hochwertiger gestaltet und für höchste Ansprüche konzipiert sind. So wird zum Beispiel der HPS Waveguide beim S2V aus einem massiven Stück Aluminium gefräst, während wir beim T7V auf andere Materialien ausweichen mussten, um einen günstigeren Preis zu realisieren. Auch im Bereich der Tief- und Mitteltonwiedergabe gibt es große Unterschiede zwischen den Lautsprechern. Ganz offensichtlich ist das unterschiedliche Bassreflexsystem. Beim S2V sind die Bassreflexöffnungen auf der Vorderseite und beim T7V auf der Rückseite des Lautsprechers. Durch die simple Front können wir beim T7V mehr Energie, Zeit und Geld in die Entwicklung des Tieftöners investieren. Somit kann der T7V in seiner Preisklasse ein Frequenzspektrum wiedergeben, das viele Lautsprecher anderer Hersteller nicht unbedingt erreichen.
Beim S2V wurde das Bassreflexsystem speziell für das Gehäuse entwickelt, um klangliche Resonanzen zu verhindern. Das Frontport-Design ist deutlich komplizierter in der Herstellung, hat aber viele Vorteile. Beispielsweise kann eine Montage an der Decke oder bündig an einer Wand problemlos stattfinden. Ein Szenario, das bei den Lautsprechern der A- und S-Serie tendenziell häufiger vorkommt. Am Aussehen erkennt man natürlich auch, dass die Tieftönermembranen aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Der Tieftöner des T7V besteht aus Polypropylen und wird von einem Class D-Verstärker mit 50 Watt betrieben. Beim S2V finden wir einen Hexacorn ELE-Tieftöner, der durch eine spezielle mechanische Aufhängung sehr große Auslenkungen in beide Richtungen verzerrungsfrei möglich macht und das auch bei hohem Schalldruck. Angetrieben wird der Tieftöner von einem Class D-Verstärker mit satten 300 Watt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Entwicklung von Studiomonitoren immer darum geht, die richtigen Kompromisse einzugehen. Sehr oft muss man die Funktionalität des Designs, die Benutzerfreundlichkeit und natürlich die akustische Leistung gegeneinander abwägen. Je weniger Kompromisse man eingeht, desto höhere Kosten fallen für die verwendeten Materialien und Technologien an. Das schlägt sich natürlich im Anschaffungspreis jedes einzelnen Lautsprechers wieder. Trotz dieser Ausführungen und Vergleiche ist es wirklich schwer, die Unterschiede zwischen diesen beiden Studiomonitoren in einem Video auszudrücken. Denn am Ende kommt es immer noch auf den Klang an. Wer die Möglichkeit hat, sollte einen A-B-Vergleich machen. Unsere Empfehlung lautet hier, einen Händler in eurer Umgebung aufzusuchen und die Lautsprecher vor Ort auszuprobieren. Eine Übersicht aller Händler in Deutschland haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Es wäre unseriös zu sagen, dass die Qualität dieser beiden Lautsprecher auf dem gleichen Niveau ist. Aber es bleibt unser Anspruch für jede Preisklasse, langlebige Studiomonitore mit der bestmöglichen Performance zu entwickeln. Genau aus diesem Grund bieten wir auch eine 5-jährige Garantie auf unsere Lautsprecher an. Egal, ob sie nun 250 oder 25.000 Euro kosten. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Video.